Und hier sind wir wieder mit Ihrem Primetime Magazin. Heute haben Gäste und Crew gemeinsam die Strecke nach St. Petersburg zu Fuß bewältigt. Dann war Stefan Marquardt an Bord, der zeigt uns, wie man effizient kochen kann. Und Ho Chi Minh Stadt lernen Sie kennen. Viel Spaß! Gäste und Crew auf Aida Kara haben sich überlegt, dass sie die Strecke nach St. Petersburg zu Fuß schaffen. Und zwar zusammen. Der Heli war da skeptisch. Ich bin bester Dinge und ich bin allemal schneller als der Heli. Wir sind unterwegs mit Aida Kara nach St. Petersburg und haben Aida Walks. Gemeinsam wollen wir eine Strecke von 357 Seemeilen zurücklegen. Wie viel wir wirklich schaffen, werden wir am Ende sehen. Aber jetzt heißt es Aida Walks. Gefühlte Runde 170 hier bei den Aida Walks und hier die Marathonläufer unter sich. Natürlich auch unsere Fitnesstrainer, alle sind sie dabei. Morgens 9 Uhr, was kann man Schöneres machen, als 180 Kilometer zu laufen? Und da kommt ja auch schon Tobi, unser 50-Runden-Mann. Er hat sich ein Wasser verdient. Tobi, kurzer Boxenstopp, kurzes Zwischenresultat. Wie weit bist du? Ich bin bei 41 Runden. Ich habe nur noch 9 Runden und die nehme ich mir. Wir haben vorher ein Gourmet-Frühstück genossen und dann brauchten wir auch was, um das wieder abzulaufen. Hat Spaß gemacht, ganz viele nette Leute dabei, Dodo durften wir erleben. 23 Runden gelaufen, tolles Wetter, eine tolle Idee, super Kara, komm wieder. Let's get this party started. Oh, oh. Wow. Nach der ganzen Rennerei geht es jetzt wieder ums Essen. Stefan Marquardt war an Bord und der hat wirklich tolle Tipps. Gucken Sie mal. Ich finde, dass heutzutage das höchste Gut, was wir Menschen zur Verfügung haben, einfach Zeit für sich selber und Zeit für seine Lieben zu haben. Und deswegen werbe ich eben damit, dass meine Art der Kocherei nicht nur perfekt und genial ist, sondern man spart auch jede Menge Zeit. Lecker. Ganz, ganz lecker und nach dem Knoblauch. Ganz intensiv. Ihr nehmt euer geschnittenes Gemüse, aktiviert es, also macht Salz dran, macht Zucker dran, knetet es kurz durch. Was stattfindet, ist Osmose. Und wenn ihr das dann gart, braucht ihr nur noch ein Viertel der Garzeit. Ingwer, rau die Oberfläche der Nudel unsichtbar auf, dass deine Soße besser dran kleben bleibt. Ja? Stellt euch das vor wie ein Fliegenfänger. An jedem Millimeter Nudel habe ich exakt die gleiche Menge Soße kleben. Und das ist geil. Sehr gut. Alleine durch Salzen und Zuckern habt ihr 75% des Garprozesses abgeschlossen. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, ein Großteil an Vitaminen, Mineralstoffen, Nährstoffen etc. bleibt zum Großteil erhalten. Und Leute, was auch noch der Hammer ist, das Auge isst ja mit, eure Chlorophylle, die Farben sind so leuchtend und frisch, dass es einfach umso mehr Spaß macht, das zu essen. Probiert's aus, ihr werdet glücklich sein. Der liebe Franz und der liebe Stefan machen eine Reise. Und zwar von Hamburg bis in die Karibik. Nach Barbados. Wir haben aber noch ein paar Leute mit im Sack, nämlich Andrea Schiermeierhofer und Gunnar Tietz. Wenn ihr Lust habt auf diese Reise, schaut vorbei. Wir freuen uns auf euch. Ahoi! Stefan Marquardt nimmt Salz und Zucker zum Aktivieren. Ich nehme gern Pfeffer, damit es ordentlich scharf wird. Und die Würze einer Reise, das sind die Ausflüge. Und jetzt nehme ich Sie mit nach Ho Chi Minh Stadt. Viel Spaß. Hallo, mein Name ist Long. Ich freue mich, unsere Gruppe heute nach Ho Chi Minh Stadt zu führen. Wir stehen jetzt in unser geschicktes Museum. Ja, wir haben 4000 Jahre Kultur. Das ist eine andere Welt wie bei uns. Wir haben gerade eine sehr schöne Wasserpuppe in den Theater gesehen
Und wissen Sie doch, das haben wir von den Nordvietnam gefunden vor über 900 Jahren. Es war lustig. Vorstellung hatte ich dazu nicht, aber war schon interessant. Ja, Ho Chi Minh Stadt, so wie wir immer genannt, Saigon. Ja, sehr viele junge Leute, die kommen woanders hierher, also von Nordvietnam, Central von Vietnam oder von Mekong hierher. Viele junge Leute, die glauben einfach, man braucht nur eine Nacht hier schlafen, morgen wird Adam Millionär. Ist sehr aufregend, viel Geräusche, Gehupe, also ganz was anderes, als wir so wie wir es kennen aus Europa. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt in den großen Zentrummarkt von Saigon, also Ben Thanh Markt. Und hier ist auch eine große Sammlung von unseren Delikatessen von Essen her. Sehr umtriebiger Markt, unheimliches Angebot, sehr bunt und alles. Man kann nur staunen, was für alle Früchte und alles, was angeboten wird hier. Wir sind jetzt in einer berühmten Werkstatt, also traditionelle Handarbeit mit natürlicher Lackfarben, mit Permus einlegend oder Eierschale. Und wenn Sie mehr wissen wollen über uns, dann gehen Sie auf www.aida.de oder Ihr nächstes Reisebüro. Und hinter mir sehen Sie meine persönliche Verlockung des Tages. Für Sie habe ich die Verlockung der Woche. Viel Spaß! Wir starten in Teneriffa und fahren als erstes nach Fuerteventura und Lanzarote. Als nächstes besuchen wir Gran Canaria. Noch ein Halt auf Madeira und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Teneriffa. Und zum Schluss, wie immer, ich weiß, Sie haben darauf gewartet, die Bilder der Woche. Und wenn Ihnen unser kleines Magazin gefällt, dann teilen Sie uns. Viel Spaß! Then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. And I believe I can soar. I see you running through that open door. Fly.